Am 16.05. um 23.22 Uhr bot die Zeller Feuerwehr zu einer unbekannten Rauchentwicklung in die Straße Alte Prenzl in Zell alarmiert. Bei Eintreffen schlugen aus dem Erdgeschoss eines als Lagergebäude genutzten Gebäudes bereits Flammen. Eine starke Rauchentwicklung war zu erkennen. Das Feuer breitete sich sehr schnell aus. Das Feuer hat sich gegenwärtig auf weite Teile des Gebäudes ausgebreitet. Es hat sich auf über zwei Stockwerke ausgebreitet und wir sind mit mehreren Kräften vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Zurzeit wird der Löschangriff durchgeführt von mehreren Seiten mit mehreren Rohren und über Drehleitern. Wir befinden uns mitten in der Brandbekämpfung, also nähere Angaben kann ich noch nicht machen. Wir sind ja auf dem Gelände des ehemaligen Kreiswehrersatzamtes. Zurzeit wird es wohl durch ein Krankenhaus als Lagergebäude genutzt. Die Herausforderung ist es, dass das Feuer sich halt auf weite Teile des Gebäudes ausgebreitet hat und in dem Gebäude anscheinend auch sehr viel Material gelagert ist als Brandmaterial. Das Feuer sich daher sehr weit ausbreitet und sehr schnell ausbreitet und dieses Feuer unter Kontrolle kriegen müssen. Ein Feuer dieses Ausmaßes ist auch wohl so eine Seltenheit. Zurzeit befindet sich hier die gesamte Hauptwache der Feuerwehrzelle im Einsatz sowie mehrere Ortsfeuerwehren. Die Freiwillige Feuerwehrzelle ist jetzt seit etwa 12 Stunden im Einsatz. Derzeit werden Nachlöscharbeiten am Gebäude durchgeführt. Diese dauern seit etwa 3 Stunden an. Das heißt, der Großteil der Einsatzkräfte konnte heute Morgen gegen 8 Uhr aus dem Einsatz entlassen werden. Das Feuer im Zellerhafen vor etwa einem Jahr ist von der Intensität, von den Ausmaßen her in etwa mit diesem Feuer zu vergleichen. Obwohl bei diesem Feuer neben den Ausmaßen als solches die Gefahr der Ausbreitung eine große wichtige Rolle gespielt hat. Es war also mit den eingesetzten Kräften nicht möglich, das brandbetroffene Gebäude selbst zu halten. Es ist uns allerdings kurz vor 12, wie man sprichwörtlich sagt, gelungen, die angrenzenden Nachbargebäude auf der gegenüberliegenden Seite, ein Mehrfamilienhaus mit mehreren Wohnparteien zur Brandzeit bewohnt und auf dieser Seite das vom Zeller Krankenhaus genutzte Logistikzentrum sowie zwei davor geparkte LKWs vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen. Weiter ist es uns gelungen, die Feuerwehrfahrzeuge, die hier vorne in diesem Bereich eingesetzt waren, in letzter Sekunde vor den Flammen zu retten, indem diese in dem Bereich hinter uns aus dem Einsatzbereich herausgefahren wurden. Trotzdem sind Schäden an den Fahrzeugen entstanden, die durch thermische massive Hitzeeinflüsse zu erklären sind. Ein Feuerwehrkamerad hat im Bereich der Hände leichte Brandverletzungen davongetragen. Ihm geht es aber den Umständen entsprechend gut und er ist jetzt zu Hause. Ansonsten sind mir keine weiteren Verletzungen bei Feuerwehrkameraden bekannt. Sehr wohl hat eine massive Gefahr für die Personen des rückliegenden Mehrfamilienhauses bestanden, die zu Beginn des Einsatzes durch die Polizeikräfte evakuiert wurden. Wann gehen Sie schlafen? Ich war zwischendurch eine Stunde schlafen und hoffe, dass ich jetzt gleich noch etwas länger schlafen kann, um das nachzuholen, was mir aus der letzten Nacht fehlt.